Fließende Welten ist das Motto der 14. Biennale der zeitgenössischen Kunst in Lyon. Drei Ausgaben der alle zwei Jahre stattfindenden Schau bilden immer eine Trilogie. Reflexionen über das moderne Leben sind dieses Mal der Oberbegriff. Die Künstler dieser Biennale erweitern so weit wie möglich die Definition des Begriffs Kunstwerk. Ein Kunstwerk ist nicht mehr etwas Bestimmtes. Es kann ein im Wind flatternder Stoff sein, ein musikalisches Werk oder ein Stück Wald eingeschlossen in einer modernen Skulptur. Auf dieser Biennale gibt es Künstler, die neu erfinden, was ein Kunstwerk ist. Nichts bleibt, wie es ist. Die Künstler erforschen die Widersprüchlichkeit und Unbeständigkeit des modernen Lebens. Dabei schweift der Blick auf verschiedene Regionen der Welt und nimmt Bezug auf deren Ästhetik, Philosophie und Technologie. Vielleicht geht es nicht darum, eine Idee auszudrücken, aber es geht darum, im Raum etwas entstehen zu lassen, was man anfangs nicht hört und dann hört, beginnt zu hören, also eigentlich Töne hörbar zu machen und damit auch den Raum selbst zu verändern. Einen ganz anderen Ansatz fand der argentinische Konzeptkünstler und Menschenrechtsaktivist Marcelo Protzky. 1968, das Feuer der Ideen, heißt sein Beitrag, der Fotografie und Malerei mischt. Meiner Meinung nach haben die Ideen der 68er mit ihren Inspirationen für eine bessere Zukunft uns alle beeinflusst, alle nachfolgenden Generationen. Damals glaubte man an eine bessere Zukunft, heute sind wir uns da nicht mehr so sicher. Der in Berlin lebende Amerikaner Ari Benjamin Meyers ist Komponist und Dirigent. Er hat mit einem Casting eine Rockband aus Kunststudenten geschaffen, die auf der Biennale auftreten. Wir spielen mit Realität und Fake, denn einerseits spielt wirklich eine echte Band, aber andererseits ist es eine Fake-Band. Sie ist irgendetwas dazwischen. Sie ist real für den Moment, aber sie erzählt auch etwas, nämlich die Geschichte einer Band namens Kunst. Juliette Grosset wurde in einer Pariser Banlieue geboren, wuchs auf der Karibikinsel Martinique auf und lebt heute wieder in Paris. Seine Komposition aus Skulptur, Installation und Text greift seine eigenen Erfahrungen der Vertreibung auf. Hier findet man vieles, was die Komplexität unserer heutigen Welt ausdrückt, beispielsweise unsere Beziehung zur Einwanderung, zum Krieg, zum Terrorismus, zu Hungersnöten und zur Kolonisierung. Und alle diese Elemente bilden einen Teil der Welt, in der wir leben. Die Ausstellung zeigt Arbeiten von über 80 Künstlern aus 23 Ländern und dazu Werke, die aus dem Pariser Centre Pompidou ausgeliehen wurden. Internet und soziale Medien haben unseren Alltag drastisch verändert. Wie Künstler aus aller Welt unsere moderne Welt interpretieren und kommentieren, zeigt diese Biennale noch bis Mitte Januar. Wolfgang Spindler aus Lyon für Euronews.